Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki mit Global News. Und wen wir jetzt gleich am Telefon haben, das werden wir gleich erfahren. Nach dem Intro. Wir werden jetzt den Pujan anrufen. Ich bin gar nicht so im Bilde, wo er gerade ist. Werden wir gleich erfahren. Ich wähle ihn mal an. Und dann werden wir sehen, was der Pujan uns zu erzählen hat. Ich bin hier im Shoki Banoki New Television Zentrum und warte darauf, was Pujan mir erzählt. Ah, es klingelt schon, alles klar. Mal gucken. Na, wo ist er? Na, geht er ran oder wie, oder was? Hä? Wieder zu spät. Na, du Zipfelklatscher. Ah, Godfather of Shoki Banoki ist am Telefon. Jawohl, servus, grüezi und hallo. Ha, ich weiß gar nicht, wo du bist. Wo bist du denn eigentlich gerade? Hey, schau doch mal hier. Wonach sieht das aus? Das ist der Marienplatz in Minga, in München. Ach, du bist in München? Genau, ich bin in München. Mit meinem Kamerateam hier. Mit deinem extra Kamerateam? Extra nur für Shoki Banoki Global News. Ja, wir bereisen für euch die ganze Welt. Die kosten wahrscheinlich einen Arsch voll Geld, die Jungs, ne? Ja, das willst du gar nicht wissen, was die alles kosten. Ich nehme ja auch nicht jeden X der hergelaufenen. Ich nehme nur wirklich welche von der Supermodel-Agentur, weil nur wenn ich hübsche Leute hinter der Kamera habe, kann ich auch das Maximale aus mir rausholen. Natürlich. Verstehst? Ja, ja, ja. Das Maximale will ich aber jetzt nicht sehen gerade. Ach, servus. Alles klar? Ja. Ja, viel Gruß zu Hause. Ja? Ciao. Sorry, man kennt mich hier halt. Was soll ich machen? Ja, man kennt dich halt. Ja. Shoki Banoki in aller Munde. Und in aller Ohren. Ja. Ja, wir haben hier Bombenwetter. Minus 40 Grad, minus 40 Grad in der Sonne, würde ich sagen. Ja. Nee, ist schon warm, ist schon warm. Kann man auch sehen an den ganzen Leuten hier. Was mir aber massivst auf die Nüsse geht, sind die ganzen Touristen hier. Ja, totale Scheiße. Also alles Leute, die jetzt nicht aus München kommen, die hier nicht hingehören, das gehört, das ganze Pack, das kannst du nach Hause schicken, ehrlich. Ja, Katastrophe. Ja. Hier, Kameramann, zeig mal hier einmal rum, was hier alles rumläuft. Was sich hier interviewen lässt und mit Handys rumläuft und so ein Schmarrn. Nee, braucht kein Mensch. Ehrlich nicht. Da mag ich es lieber bodenständig. Hast du auch kulturelles Programm in München? Ja. Du weißt schon, mit wem du redest, ne? Ja, wir hatten ein kulturelles Programm. Wir hatten gestern Hofbräuhaus, dann waren wir noch im Augustiner, dann waren wir im Englischen Garten, weil wir gemerkt haben, Standgas lässt ein bisschen nach. dann waren wir noch in einem sehr, sehr schönen Freibad waren wir heute. Namen vergessen, irgendwas mit Marien, irgendwas. Maria Land, was? Maria Lach? Ah ja, was auch immer. Auf jeden Fall ein schönes Freibad mit ein paar, Becken. Und dann so ein Nebenarm von der Isar fließt da noch durch. Und ich habe zuerst versucht, da reinzugehen, aber lecco mio, war das kalt. Also es war so kalt war das. Ne? Und das hast du alles so deinen, warm, das hast du aber alles? Da war mir so kalt. Das hast du alles mit deinen Model-Kamera-Leuten, hast du das durchgezogen? Nee, die habe ich erst danach dazu geholt. Ich meine, ich muss ja auch, du hast ja gesagt, hier Shoki Banoki-Spesen immer runter, schön klein halten. Deshalb habe ich erst vor 2 Tagen dazu geholt. Ach so, vor 2 Tagen erst. Genau. Ja, dann geht's ja noch. Wie gesagt, nicht, dass die Kosten explodieren hier. Hi. Nicht, dass die Kosten hier explodieren. Nee. Die Kosten eskalieren nicht. Oder kontrollieren? Was hast du gesagt? Auf jeden Fall, ist das egal, hast du gesagt, weißt du schon. Das passiert nicht. Nee. Ja. Habe ich voll im Griff, den ganzen Schweinekram. Was hast du jetzt noch vor in München heute? Ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen rumgehen, ein paar Leute aufmischen. Ich habe gehört, hier sollen ein paar FC Bayern-Fans sein. Die kriegen ordentlich eins auf die Nase. Ich bin zwar kein Fußballfan, aber sowas darf man sich ja nicht entgehen lassen. Du kannst ja mal versuchen, hier, den Seehofer zu klatschen. Den Seehofer zu klatschen? Meinst du, das spürt er überhaupt noch? Ansonsten werde ich jetzt hier durch die Straße laufen, mit ein paar Leute ansprechen und schauen, dass ich eine neue Sekte gründe. Das soll aber eher so eine liebliche Sekte sein, weil von den trockenen Sekten gibt es ja schon eine ganze Menge, so Faber und Mumm und Frische Nett und wie sie alle heißen. Und ich will einfach mal ein bisschen was Angenehmeres, eine angenehmere Sekte. Ja. Verstehst du? Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Genau. So ist das. Tja, das war's hier aus München vom Marienplatz. Und ich hoffe, ihr könnt das hier sehen. Da oben haben wir die letzten Shoki Banoki Leute, Zuhörer haben wir da platziert. Die haben beim letzten Preisausschreiben gewonnen. Die sitzen jetzt da oben im Turm und dürfen von oben runterschauen. Live bei dieser
bei dieser schönen Sendung dabei sein. Wenn auch ihr mit dabei sein wollt, dann schreibt hier unten was rein. Oder ja, der Elert wird euch gleich sagen, wie es weitergeht. Stimmt's, Elert? Genau. Ja, dann schöne Grüße und ich hole dich jetzt hier raus aus der Leitung und es geht hier in der Zentrale weiter. Alles klar, bis dann. Ciao. Cheerio. Ja, das war der Pujan, der mal wieder irgendwo in der Welt unterwegs war. Wenn ihr mehr von Pujan sehen wollt und ihr einfach mal sagen wollt, wo er hin soll, dann schreibt das mal in die Kommentare rein. Dann werden wir versuchen, das mit dem maximalen Schoki-Banoki-Budget auszureizen und ihn dahin zu schicken. Natürlich nur mit den Model-Kamera-Leuten, ist ja klar. Ansonsten ist es mir langweilig. Und ich sage an dieser Stelle auch, cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei irgendeiner Sendung von Schoki-Banoki oder bei Global News. Cheerio, Miss Sophie.